Moin Leute, Luke hier und willkommen zu einem weiteren Part im Mario Kart 8. Ja, heute geht's mal wieder. Wollen wir Grand Prix fahren oder was machen wir? Ja, fahren wir einfach mal ein Grand Prix, ist egal. Die Server wollen mich mal wieder verarschen und da geht nichts gerade. Und ich wollte, wollte eigentlich aufnehmen, ja. Dann dachte ich mir. Was fahren wir denn mal? Oh Mann. Kann man sich das nicht aussuchen? Na egal. Nee, das will ich nicht fahren. Doch nicht. Nein. Ja. Es geht. Weiß ich noch nicht so genau, worum es geht. Einfach nur, was so wieder mal passieren wird, würde ich sagen. Weiß ich aber noch nicht so ganz genau, was da jetzt so passieren wird. Also ich habe natürlich schon meine Vorstellungen. Aber es ist wie immer so viel. Und ich hoffe, ich kriege das noch hin, gerade mit dem Mario Kart fahren. Aber ich denke mal schon, ist sowieso egal, welchen Platz ich jetzt belege. Ja, ja, also wie es jetzt... Wenn ich ehrlich bin, wie es jetzt läuft, finde ich es eigentlich ziemlich super. Es wird geguckt auf jeden Fall. Zwar nicht jetzt jedes Video 20 Aufrufe oder so, aber ich bin zufrieden. Es kommt halt irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie kommt es ja drauf an. Pokémon wurde am Anfang sehr viel, zwischendrin wenig. Jetzt wurde es letztens wieder ziemlich viel geguckt und der Part Rocket League, der hat nach einem Tag, glaube ich, schon, keine Ahnung, 4 oder so Aufrufe gehabt. Weiß ich nicht. Wollen die Leute jetzt kein Pokémon sehen oder wollen sie lieber Rocket League sehen? Oder wo, was wollen sie? Ich weiß es nicht. Sie schreiben nichts in den Kommentaren. Nicht mal, wenn man sie bittet. Naja, das stimmt auch nicht. Das stimmt auch nicht ganz. Ach komm. Bei dem Kanalbild. Ne, wie heißt das? Kanalsymbol. Hat sogar einer was geschrieben. Fand ich ziemlich cool. Ziemlich nett. Letztendlich habe ich das dann ja auch genommen. Ich habe es jetzt nochmal ein bisschen überarbeitet. Aber. Also so grafikmäßig nur. Das hat jetzt nicht mehr so einen blöden Rand, aber ich habe das noch nicht aktualisiert bei Google Plus. Und ich habe es mir tatsächlich, habe ich ein T-Shirt, ja, wo das drauf ist. Finde ich ziemlich cool. War nur mal so zum Testen, so testweise, ne? War jetzt auch nicht. Ich weiß nicht, wo macht man das? Wie heißen die? Spreadshirt oder so. Da machen das ja, glaube ich, viele. Wir haben so einen Laden, da habe ich das einfach mal gemacht. War jetzt auch nicht so teuer. Wie gesagt, einfach mal zum Ausprobieren, ne? Und, ja, jetzt habe ich hier so mein Logo auf meinem T-Shirt. Was eigentlich ziemlich cool ist, wenn ihr mich fragt. Also, was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, ich würde es wünschen, wenn man wirklich, ja, also ich will ja nicht, dass ihr unter jedem Video 3 Kommentare schreibt. Ich verlange jetzt auch nicht, dass ihr unter jedem Video einen Kommentar schreibt, sondern vielleicht einfach nur, vielleicht unter jedem zweiten oder jedem dritten Video. Und ja, Feedback einfach geben, ne? Einfach Feedback geben. Das wäre schon ziemlich nett. Vielleicht ja jetzt mal unter diesem Video anfangen, das wäre ziemlich cool. Halt so, was euch vielleicht auch mal gefällt, ja. Oder was euch stört oder keine Ahnung. Ich nehme halt auch gerne Vorschläge an, was so Let's Plays angeht oder so. Also, wenn ihr ein Spiel gerne sehen wollt, kann ich das, ist kein Problem. Gut, wenn das jetzt ein neueres ist, was ich nicht habe, ist ein bisschen schlecht, weil dann müsste ich es mir halt erst kaufen. Und wenn jetzt
wirklich 10 Leute ankommen und ich soll mir jedes Mal für 60 ein Spiel kaufen, das ist mal 600 Euro. Und das geht natürlich auch nicht so einfach. Ein Spiel könnte ich vielleicht mich überreden lassen, wenn ich das auch spielen will. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, er will Pocken sehen, ja, es kommt ja demnächst. Ich glaube am 18. sogar. Da würde ich sagen, wieso nicht? Also ich will mir das wahrscheinlich sowieso kaufen, ist jetzt nur ein Beispiel. Da kommen vielleicht ein paar Parts zu. Das wäre halt so eine Sache, ne? Also, aber wie gesagt, war nur ein Beispiel, weil ich es mir wahrscheinlich sowieso holen werde. Denn, ja, ist halt so, dann habe ich wieder ein Projekt mehr. Aber ich hab ja bei mir auf meinem Computer zwei Ordner. Und zwar laufende und abgeschlossene Let's Plays. Und ja, bei den abgeschlossenen ist es logischerweise die, die ich schon fertig habe. Und bei den laufenden habe ich nochmal zwei unterteilt. Einfach nur die, wie Meat Boy, Project Zero oder Pokémon, die ich halt einmal durchspiele und dann, ja, war's das. Und die Endlos-Projekte wie Mario Kart, Isaac. Gut, ich habe da, was habe ich denn noch alles drin? Try to Speedrun, ne? So die man irgendwann bringen kann. Ne? Ich glaube, das hatte ich schon mal gesagt und schon mal erklärt. Das ist halt so und da würde natürlich Pocken in die Endlos-Projektspalte mit reinrücken. Denke ich mal. Weil Let's Play wirklich, weiß ich nicht, kann man das. Ja, gut, es hat einen Story-Mode, aber das tue ich denn lieber unter Endlos-Projekte. Ja, ich denke schon. Wenn ich es mir wirklich holen sollte. Ich glaube, es wird auch nicht 60 kosten. Ne? Wii U-Spiele sind immer ein bisschen billiger. Aber ich schätze, so 45 wird es bestimmt kosten. Oh Mann. Nervt doch nicht. Wer war das? Scheiß Yoshi. Ja. Leute, was ist los? Ach, das ist natürlich. In letzter Zeit kam natürlich Project Zero jetzt wieder nicht. Das lag nicht daran, dass ich keine Zeit hatte oder keine Lust. Okay, doch, es war eher, dass ich keine Lust hatte. Genau das war es eigentlich. Also ich habe keine Lust, nicht Lust auf das Spiel gehabt, sondern keine Lust irgendwie aufzunehmen. Wobei bei Pokémon ging es halt, ja. Davor dachte ich mir halt, ah, willst du das wirklich jetzt aufnehmen? Du hast nicht wirklich Lust. Dazu muss ich sagen, es ist manchmal so, zumindest bei Pokémon, ich sag manchmal ziemlich wenig und bin auch so manchmal ein bisschen, ja, leiser und so, aber das kommt halt da drauf an, wann ich aufnehme, ja. Wenn ich alleine bin und ja, dann ist es meistens so mittags. Oder vielleicht auch mal abends. Da kann ich hier rumbullen, wie ich will. Das juckt halt keinen. Jetzt ist es schon wieder 3 Uhr, glaube ich. Oder? Ich muss mal kurz. Ja, ein scheiß Bildschirm schon, ne? Ah, 2:55 Uhr. Da kann ich jetzt. Ich bin nicht alleine. Ich kann jetzt nicht hier rumbullen. Und so laut reden kann ich auch nicht. Ich will natürlich auch, dass man mich versteht, ja. Und bei Pokémon ist das manchmal so, ist das manchmal nicht so, ne? Gut, man versteht mich trotzdem, aber ich rede ein bisschen komisch. Als wenn. Das kommt aber, wie gesagt, darauf an, dass es meistens irgendwann in der Nacht ist. Und ich nicht hier so rumbrüllen kann. Kann man vielleicht verstehen. Ich kann halt nicht immer darauf warten, bis ich alleine hier bin. Es kommt nicht so oft vor. Aber wahrscheinlich am Wochenende habe ich ein bisschen mehr Zeit. Und ich switch mal das Lied. Puh, was höre ich denn mal? Hallo, Maus, danke. Machen wir uns mal das an, das ist toll. Ja, ihr wisst jetzt auch genau, welches Lied ich höre. Das ist, ich kann euch leider nicht sagen, wie das Lied heißt.
Wenn ich das lesen könnte, könnte ich euch das erzählen. Ja, tatsächlich könnte ich das dann tun, ja. Ist von den Death Rabbits, falls es wen interessiert. Das Albumnamen kann ich euch leider auch nicht sagen. Also nicht die Dead Rabbits, sondern die Death Rabbits mit CH, ne? Ja. Ich glaube, es gibt auch Dead Rabbits. Keine Ahnung, was die für Musik machen. Interessiert mich auch eigentlich nicht. Von dem Album, was 2014 erschienen ist, das erste Lied ist das gerade. Schön, haben wir das auch geklärt. Ich habe ja auch schon mal gesagt, ich wollte nochmal einen Part machen über Musik. Habe ich Bock drauf? Das dauert aber vielleicht noch. Kann auch sich ziehen, ja. Ich schweife auch wieder vom Thema mega ab. Und der Part könnte lang werden, ja. Ich habe Lust gerade und ich glaube, der Part wird ein bisschen länger. Wieso nicht? Ich habe ihn getroffen. Geil. Ja, 13 Minuten ist es jetzt bei mir. Also geht ja nicht ganz 12, glaube ich. Also haben wir noch Zeit. Wobei, es ist, glaube ich, schon das letzte Rennen, ne? Hä? Sind die Rennen immer so kurz gewesen? Na, egal. Auf jeden Fall war es das jetzt eigentlich so zu dem wieder, was ich, wow, wie lahm der war. War das jetzt eigentlich so zu den Projekten, die jetzt, laufen? Ja, das wollte ich sagen. Die jetzt laufen? Mann, Alter, was ist los? Das macht mich aggressiv, dieses Drecksgame. Diese Dreckscomputer, ne? Alter. Ist halt alles wie immer. Man kann nichts wirklich sagen. Oh, ich könnte noch sagen. Gut, das ist jetzt eigentlich so mehr ein neues Thema. Aber es überschneidet sich halt mit dem jetzt. Also es geht so um Try to Speedrun und ja, oh Mann. Ich habe gerade, zumindest an meinem Computer, kein Internet. Als das Hochladen ist ein bisschen schwer. Ich ziehe das alles auf den Stick. Ja, 16 GB Stick. Und ja, Try to Speedrun ist halt. Da komme ich. Warte, ich komme da gleich drauf zurück. Ist natürlich denn. Ist kein Problem hochzuladen, das will ich damit sagen. Und es ist auch kein Problem halt zu veröffentlichen. Das kann ich alles auf dem anderen machen oder mit meinem iPod. Aber hochladen ist mit iPod blöd. Dann müsste ich das erst, um das Video auf dem iPod zu kriegen, das konvertieren in das Apple-Format. Und dann müsste ich das Apple-Format nochmal hochladen. Und ist es so, ich muss das, was ich aufnehme, muss ich konvertieren in ein anderes MP4, damit es in Camtasia Studio funktioniert. Und das muss ich dann rendern und dann nochmal konvertieren zu Apple, das auf mein iPod machen und von da hochladen. Das ist halt totaler Quatsch. Deswegen lasse ich den Schritt, zieh's auf den Stick und lad's ja woanders hoch. Bloß jetzt kommt die Sache, ja? Ich will eigentlich nicht sagen, welches Spiel oder wie lange das ist. Aber gut, wenn ich jetzt euch die Größe sage, ist es ja egal. Es kann ja mega groß sein und es geht nicht lang. Ist total komisch manchmal, sowieso mit den Größen, aber das sind. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich kann kurz noch mal nachgucken. Ist ja alles kein Problem. Es sind 9,2 Gigabyte. Und ich habe 16 GB auf dem Stick frei. Gut, jetzt habe ich da, glaube ich, noch 7 Parts, irgend so ein Zeug drauf. Denn passt es auf jeden Fall nicht rauf. Aber selbst wenn der Stick leer ist und am PC steht ja, wie viel da frei sind, da sind natürlich nicht 16 GB frei, ist ja logisch. Ist ja so bei Sticks oder auch bei Festplatten oder so, es ist ja immer eine gewisse Anzahl nicht denn verfügbar, weil weiß ich auch nicht. Da ist ja irgendwas, ein Speicher schon weg. Auf jeden Fall
sind die 9,2 GB komischerweise zu groß. Auch wenn da steht, 14 sind frei, gehen 9,2 GB nicht drauf. Verstehe ich nicht, weil verstehe ich einfach nicht. Deswegen habe ich ein kleines Problemchen. Ich habe schon mir einmal das Internetkabel von meiner Schwester durchs ganze Haus gelegt. Na gut, einen Raum weiter, aber ist halt schon ein bisschen blöd. Und dann habe ich schon mal eine Stunde, glaube ich, schon hochgeladen. Oh, ist nicht dein Ernst. 10% sind schon hochgeladen von dem Video. Und das, ja, wie gesagt, eine Stunde. Das heißt, ich muss noch neun Stunden, muss es noch hochladen. Und ich kann das nicht einfach da hinlegen. Das würde nur gehen, wenn ich alleine bin, ist das am besten. Ja, dann würde das funktionieren. Problemlos halt, sagen wir mal so, problemlos. Oh, leck mich doch, Alter. Deswegen könnte es noch, also ich würde es gerne jetzt schon bringen, weil das wäre Part 5 und Part 6 habe ich auch schon aufgenommen. Und mit Part 6 ist es halt das gleiche Problem. Nur Part 6 geht ein bisschen weniger. So ist jetzt gerade. Ich könnte jetzt kurz wechseln, oder? Nein, scheiße, ich bin glaube ich... Ach, gut. 7,5. Es ist 7,5, ja. Und ist trotzdem zu groß für einen Stick. Ich habe schon meine Schwester gefragt, ob sie einen 32 GB Stick hat, aber das hat sie nicht. Warum sollte sie den noch haben? Braucht man jetzt ja eigentlich nicht, wirklich, ne? Deswegen habe ich auch keinen. Vielleicht sollte ich mir mal einen holen. Aber denn, ich meine, es kommt nicht so oft vor, dass ich jetzt kein Internet hier dran habe. Ich habe auch schon mal geguckt, ob man über Wii U irgendwie hochladen kann, aber das geht irgendwie auch nicht, weil da... Man kann ja USB, glaube ich, dran anschließen, ne? Boah, ich bin der Erste geworden. Ah, das funktioniert alles nicht so ganz, wie ich das will. Und ich wollte es eigentlich schon hochladen, aber es funktioniert nicht ganz, ne? Am Wochenende könnte ich es vielleicht schaffen. Und dann nächste Woche bin ich nicht zu Hause. Aber da sollte ich auch Zugang zu einem Computer haben. Ich bin dann bei meiner Oma. Und, ja, ich mache ein Praktikum gerade. Also nicht jetzt gerade, sondern nächste Woche dann. Schönes Praktikum. Da habe ich Bock drauf. Und, ich bin da einfach dichter dran. Ich müsste jetzt entweder gefahren werden. Oder mit Fahrrad fahren. Und mit Fahrrad fahren dauert es eine... ich weiß nicht. 40 Minuten. Also 40 Minuten mit Fahrrad fahren oder gefahren werden. Da habe ich mir gedacht, gehe ich zu meiner Oma und dann muss ich nur 5 Minuten mit dem Fahrrad fahren. Und das ist vollkommen in Ordnung. Und ja, sonst wird zur Not wahrscheinlich ich von ihr gefahren werden, was ja nicht wirklich nötig ist. Da ich extra von hier dahin gefahren bin mit dem Fahrrad, nur um mein Fahrrad da zu haben. Und das umsonst, das habe ich nicht umsonst getan. Vor allen Dingen, hier hat es so geregnet und ich hatte die schlaue Idee, es zu tun. Also es hat davor geregnet und hat gerade nicht geregnet und ich dachte mir, fährst du trotzdem. Ach, das war super, ich war so nass. Danach musste ich da auch noch hin und den Vertrag unterschreiben. War nicht so toll. Er hat mich zwar nicht drauf angesprochen, weil er so nass war, aber er hat sich bestimmt schon seinen Teil gedacht. Aber okay. Auf jeden Fall mache ich da ein Praktikum und deswegen bin ich nicht zu Hause. Kann also nicht aufnehmen, aber habe... Ja, ich habe bis jetzt, denke ich mal... Warte, ich habe ja heute noch 4 Parts Pokémon aufgenommen, ja, also ich habe noch genug. Ich kann euch leider jetzt nicht sagen, wie viel ich insgesamt habe. Aber ich habe 4, 5 und 7, 12 Parts habe ich bestimmt
Also es ist ausreichend. Es muss zwar noch hochgeladen werden, aber ich nehme den Stick mit zu meiner Oma. Könnte man sich denken, ja. Die sich's gedacht haben, herzlichen Glückwunsch, ihr hattet recht. Dann, so viel dazu. Ja, ich bin nächste Woche nicht da. Da Videos kommen, ist das eigentlich. Ja, es kann euch denn egal sein, ja. Da ja alles so normal weitergeht. Hoffe ich. Aber ja, wieso nicht? Sie hat zwar noch keine Ahnung davon, aber. Ich denke mal, ich muss das auch nicht erklären. Wenn ich sage, ich gehe an den Computer, dann mache ich das nebenbei. Fällt nicht auf. Und wenn, dann erklärt man das halt seiner Oma. Wieso nicht? Ist natürlich cool, wenn man so eine Oma hat wie ich hab. Der kann man halt auch über alles reden, ja. Und der kann man alles erklären. Und ob sie es versteht, oder ist ja eine andere Sache. Aber sie geht damit halt mit allem ganz locker um. Das ist ganz cool. Dann würde ich. Oh Gott. Ich würde noch gerne eine Sache fragen. Ich hoffe, es guckt noch irgendwer zu. Ja. Nach 20 Minuten habe ich manchmal schon so. Stelle ich mir die Frage, guckt noch einer zu? Ich hoffe es. Wenn ja, was würdet ihr zu Facecam sagen? Also im Part, nicht jetzt Vlogs. Wollte ich auch schon vor einem halben Jahr anfangen, habe ich noch nicht getan. Wird, denke ich mal, irgendwann passieren. Vor allem, wenn ihr jetzt sagt, ist euch vielleicht nicht egal, aber ist nicht wichtig, dass ich jetzt eine Facecam habe. Also ich hab irgendwie eine, meine Schwester hat eine, ich glaube, sie braucht die nicht. Hat mich schon mal gefragt, ob ich sie will, ich habe erstmal nein gesagt. Ich hoffe, sie hat sie noch. Wenn nicht, hat sich das eh erledigt. Müsste ich mir erstmal eine holen. Aber. Ups. Das wäre halt so. Wenn ihr wirklich sagt. Also, wenn wirklich nicht nur einer es will, sondern so. Ja, ich wäre schon mit zwei oder drei zufrieden. Also, das ist nicht. Ich bin nur vier da. Denn, würde ich das wirklich machen? Ja, doch, denke schon. Wäre jetzt ja nicht wirklich. Ich denke, das erste oder die ersten paar Male würde es schon ein bisschen merkwürdig sein, ne? Ungewohnt. Aber es wäre schon cool. Es wäre schon richtig nice. Dann habe ich mal erwähnt, dass ich ja nächsten Monat, also vielleicht auch schon diesen Monat, halt Ende März oder Anfang April, habe ich mal erwähnt, dass ich vielleicht nach London fliege. Oder habe ich gesagt, ich fliege nach London? Ich hoffe, ich habe es nicht gesagt, dass ich dahin fliege. Ich hoffe, ich habe gesagt, vielleicht. Es ist halt immer noch nicht 100% klar. Aber es ist schon sehr kurz davor, dass es wirklich sicher ist. Kann man das so sagen? Oh nö. Bei dem. Jetzt kann ich mich nicht konzentrieren. Ich muss das skippen. Hallo? Nein. Oh mein Gott. Ja, ist mir egal. Werde ich halt Fünfter. Muss das Lied weitermachen. So, ja, fahr los. So, ja, nach London geht's vielleicht dann. Ja. Ich wiederhole mich, ich sollte das lassen. Und zwar geht's dann zu einem Konzert von Baby Metal. Am 2. April wäre das. Deswegen weiß ich noch nicht, wann wir dahin fliegen. Oder wann ich dahin fliege, ich weiß noch nicht. Vielleicht fliege ich alleine, vielleicht aber auch nicht. Auf jeden Fall ist das am 2. April. Und
Ich hab schon Bock. Also ich hab richtig Bock drauf, ja. Es kam letztens ja ihr neues Lied im BBC One, nee, BBC Radio One, da haben die das exklusiv gespielt, ja. Gut, auf Spotify kann man sich das auch anhören. Und bei iTunes kann man sich das auch schon kaufen. Das einzelne Lied plus CD kann man vorbestellen, aber das Lied kann man auch einzeln kaufen. Ich hasse es eigentlich, wie das Englisch ausgesprochen wird, aber ich mach's jetzt einfach mal. Karate, ja, Karate. Hört sich scheiße an auf Englisch, finde ich. Ätzt mich voll an, Karate, Alter. Hört sich an wie Karotte, oder? Carrot. Karate. Voll scheiße, Mann. Geht voll um Piss. Aber es ist halt leider so. Auch wenn man das nicht Englisch ausspricht, weil es ja Japanisch ist. Würde mich mal interessieren, wie die das sagen. Weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall, das Lied ist ziemlich cool. Das ist so das, nicht das einzige Lied, was man von der CD kennt. Man kennt, also ich kenne davon vier. Oder? Und zwar ist ja Road of Resistance. Das war ja so, die haben ja das Album 2014 in Japan rausgebracht, ja. Und da war es natürlich so, da gab es das Lied noch nicht. Und ein Jahr später wurde es hier ich glaube, ja, in Europa, wo das in Europa rauskam. Was machen wir jetzt? Wir machen mal Zeitfahren einfach. Als es in Europa rauskam, gab es das Lied schon und es war halt mit drauf. Und deswegen ist es jetzt halt nochmal mit drauf. Weil es halt bei der vorher nicht drauf war. Deswegen ist es drauf und man kennt das Lied schon. Dann gibt's noch No Rain, No Rainbow. Das war vom Live-Konzert at Budokan, ne, in der Black Night. Mein Gott, das fühlt sich komisch an, das so alles zu wissen, aber als Fan, so, ich denke mal, ist das ganz in Ordnung, dass man sowas weiß, oder? Naja, ich denke mal, es läuft super, das Zeitfahren ist super toll. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt noch einen Cup anfangen sollte, deswegen fahre ich jetzt auf Zeit, ja. So viel dazu. Ich habe alle drei schon verbraucht. Ich bin so ein Held. Ich habe eigentlich keinen Bock auf die Strecke, aber egal. Ja, da so viel zu No Rainbow, No Rainbow. Das war auf der Black Night, haben die das gesungen. Finde ich halt ziemlich blöd eigentlich. Weil wieso machen die das so? Es gibt's halt nur auf dieser Live-DVD oder halt Live-Blu-ray-Disc, ist ja scheißegal. Da gibt's das halt nur. Ich glaube, es gab's auch nicht auf einer CD, die es in Deutschland oder in Europa nicht gibt. Das war einfach halt wirklich nur da live. Und wo sie jetzt nach Europa letztes Jahr kamen, oder vorletztes Jahr schon, da haben sie das Lied halt nicht gespielt. Und jetzt auf einmal kommt es da auf die CD. Was natürlich cool ist. Ich mag das Lied, ist nicht schlecht. Mein Suzuka hat eine tolle Stimme. Kann man nichts gegen sagen. Und das ist halt auch mehr auf ihr Gesang so gerichtet, kann man sagen. Das Lied ist ganz schön, ja. Deswegen ganz toll, ja. Ich feiere das. Dann gibt's noch. Ah, das war jetzt das dritte. Dann gibt's noch Abadama Fever heißt das. Das haben sie letztes Jahr irgendwann mal in Japan gespielt. Ich habe keine Ahnung, wo. Und wann? Ich glaube irgendwann im August. Das habe ich durch Zufall mal gesehen. War halt auf YouTube. Ne? Ich habe mir das so angehört. Dachte mir so, geiles Lied. Eine Woche später oder 2 Wochen später wurde es dann runtergenommen. Was eigentlich ja auch logisch ist. Weil das nicht von denen selbst hochgeladen war. Ich glaube, jetzt gibt es das Lied nicht mehr. Zumindest nicht auf YouTube. Außer halt live. In total scheiß Quali. Wo ich mir denke,
Warum machst du das? Nimm das sofort runter. Du bist ein Bastard. Weißt du, du kannst es aber gar nicht hochladen als in so einer Drecksqualität. Weißt du, man freut sich so, oh, es ist doch noch da. Sogar live, ja. Und dann ist das so scheiß Qualität, dass man sich das nicht anhören kann. Nimm das runter. Ja. Aber das ist auf jeden Fall auch drauf. Und das ist auch cool. Das war ja auch sonst vorher. Ich glaube, das war das erste Mal, wo die Starling gespielt haben letztes Jahr. Sonst kenne ich, glaube ich, kein Lied. Ich hoffe, die, also bis jetzt, die sind ganz cool. Die jetzt auf der CD halt drauf sind. Deswegen kann man nicht meckern. Ja, ich hoffe, die restliche CD wird auch cool. Ich muss nochmal einen weitermachen. Nee, so. Puh, wir fahren mal die Varö-Abfahrt. Ja, machen wir mal. Was ist mein Geist? Ach, von mir aus. Ja, ich hoffe, die restliche CD wird gut. Und sie spielen da ja, also das kommt ja am 1. April raus, ja, am sogenannten Fox Day, ja, weil der Fox Gott und der ist am 1. April ist der Fox Day. Und da kommt auch die CD raus und einen Tag danach gibt es halt dann das Konzert in London in der Wembley Arena, nicht im Stadion, ja. Wo ich das mal erzählt habe, dachten alle so, die spielen im Stadion? Nein, spielen sie nicht. Wäre, denke ich mal, weiß ich nicht, wäre das toll? Ich glaube nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel so in Wembley Arena reinpassen, aber das ist halt deren größtes hier in Europa bis jetzt. In Japan haben sie Budokan, oder ist mit der Budokan, ne? Ist ja eher Bü, ne? Ja. Auf jeden Fall, da waren es. Ich habe schon wieder meine Pilze ver. Na egal. Auf jeden Fall haben die da ihren größten Auftritt gehabt. Der. Ja, ich schätze, so 70.000 waren da bestimmt schon, ja. Also, so wie ein Fußballstadion könnte man schon sagen. Und es war in so einer Kampfsporthalle. Und es ist einfach mega cool gewesen, ja. Ich gucke mir das auch immer wieder mal an. Beziehungsweise ich höre mir das immer an. Also das Konzert, das Live-Konzert, ne? Wieso bin ich eigentlich so schnell? Oder habe ich einfach die Pilze zu früh eingesetzt? Weißt du, ich sollte auch nicht so auf das Spiel eingehen, weil es eigentlich scheißegal ist, weil es dreckiges Zeitfahren ist. Das habe ich mich überholt. Na egal. Ja, so viel eigentlich dazu, ne? So zu der Größe, wo die. Also, die sind schon in Japan bekannt. Leider, eigentlich, leider. Aber. Wenn man es so will, es ist auch nicht. Warte, ich will neu starten. Es ist auch nicht so. Also, wenn man. Ist es jetzt, man kann es böse sehen, aber wenn man das so sagen kann, kann man ja so sagen, jede dritte Person oder so, oder jede zweite, dritte Person, also, ist, wir sagen mal, jeder zweite, dritte Teenager in Japan kann wirklich singen und ist in so einer Gruppe drin. Ist echt verrückt, ja. Doch, schon sehr viele halt, ne? Wobei nicht alles gefällt mir halt, ne? Nicht alles gefällt mir. Aber das halt schon. Und ja, wenn's. Man kann jetzt halt auch nicht sagen. Ich rede da jetzt drüber, aber wenn ihr euch jetzt denkt, hör ich mir das mal an und es gefällt euch nicht, dann ist das auch völlig in Ordnung. Solange ihr halt mir meine Meinung lasst. Wisst ihr? Solange ich das hören darf, ist doch alles in Ordnung, denn ich zwinge euch nicht dazu.
Und ja, ihr zwingt mich ja halt auch nicht dazu, das zu hören, was ihr wollt. Ich freue mich natürlich immer wieder, wenn es Leute gibt, die das auch gerne hören. Weil, ja, in Deutschland gibt es halt echt nicht so viele, die das machen. Also denen das gefällt. Nicht vielleicht jetzt Babymetal so, sondern allgemein so das, ne? Und das wäre halt schon interessant. Gut, bei Wollo ist immer, ne? Der macht das immer vor seinem Stream, lässt er das laufen, aber da sind viele muten das, was halt auch vollkommen in Ordnung ist. Und viele schreiben halt, oh, das ist voll geil, aber man will jetzt auch nicht einfach anschreiben. Oder nicht? Ja. Nee, ist unnötig. Und ich bin so krass. Ich bin so mega schnell gerade. Das freut mich. Ich bin stolz auf mich. Yeah, 7 Sekunden fast. Eigentlich wollte ich auch auf ganz was anderes hinaus. Also, nämlich, weil die ja das Album spielen. Hoffe ich, also das Album hat irgendwie 12 Lieder und ich hoffe, dass die wirklich nicht nur diese 12 Lieder spielen, also diese 12 neuen Lieder spielen, sondern auch wirklich noch die von dem anderen Album. Das wäre halt wirklich schade, ja. Also ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass die halt nur das Neue spielen. Und das wäre nicht toll. Bitte tut mir das nicht an. Ich will Gimme Chocolate hören. Live ist das Lied richtig cool. Da habe ich übrigens auch noch so, ne? Ich bin gerade dabei, was zu machen. Aber ich sag's noch nicht. Also es hat was damit zu tun. Aber ich sag euch doch noch nichts was. Das ist zwar jetzt mega fies mal wieder. Aber egal. Ich hoffe, es wird. Es ist nicht so. Ich erkläre das irgendwann später, wenn es soweit ist. Es könnte eh noch dauern, deswegen. Auf jeden Fall, ja. Ich will halt nicht, dass die nur denn die neuen spielen, sondern halt wirklich, ja, so gemischt. Einen gesunden Mix, ja. Sagt man ja so. Einen gesunden Mix aus, ja, alte und neue Lieder. Das wäre super. Dann kommen sie ja, wurde am 1.3. ja geleakt, dass sie, also die World Tour in Europa wurde ja geleakt. Was ich jetzt nicht so toll finde, ist ja, dass sie nur zweimal spielen, das halt in Köln und Stuttgart. Ich wohne halt in Schleswig-Holstein und ja, ich müsste halt, ja, ich glaube 5 Stunden. Sollten reichen nach Köln. 5 Stunden nach Köln. Also ich werde das auf jeden Fall machen. Also da spricht jetzt nichts dagegen. Ich werde 5 Stunden nach Köln fahren. Entweder nach dem Konzert gleich weiter nach Stuttgart. Das sind nochmal 4 Stunden. Ja, das wird super. Das wird super. Gut, hat Google Maps gesagt. Dass es nochmal 4 Stunden sind, kann ich mir nicht wirklich vorstellen, aber es kann doch sein, ja. Es ist halt, ne? 5 Stunden nach Köln, entweder nach dem Konzert 4 Stunden weiter oder übernachten und dann weiter. Also entweder übernachte ich in Köln oder in Stuttgart. Also das ist eigentlich egal. Aber irgendwo muss es ja sein. Und ja, ich gehe auf jeden Fall zu den 2 Konzerten, die sie hier in Deutschland spielen. Schade, dass die. Berlin hätte ja auch noch gereicht. Weißt du, letztes Jahr war ich auch in Berlin bei denen. Ich habe ja gehofft, dass sie so Berlin oder vielleicht Hannover oder Hamburg oder so. Das wäre ziemlich cool gewesen. Aber natürlich nicht. Finde ich ein bisschen blöd. Ist vielleicht nicht deren Schuld. Ich weiß nicht, wer das regelt. Ich glaube aber nicht, dass die das machen. Aber ist ein bisschen schade, ne? Bisschen sehr schade.
Ich habe Pilz eingesetzt. Nee. Egal. Nein, doch nicht. Neu starten. Also, wenn ich ehrlich bin, habe ich auch gerade. Ich habe noch Bock zu labern, so über ein paar Sachen, aber über Mario Kart fahren habe ich gerade keine Lust, weil ich keine Lust habe darüber. Ich muss da immer drauf eingehen und das nervt mich. Oh, was ist? Guck, es regt mich so auf, Alter. Mann, wie fahre ich denn? Gibt's jetzt überhaupt noch was zu sagen? Ja, eigentlich schon, aber das ist total dumm, das jetzt noch zu sagen. Ich meine, wer guckt das jetzt noch? Ja, wer guckt's noch? Ich weiß es nicht. Also, wenn es nur einer guckt, kriegt er natürlich die krasseste News mit, ja. Es ist zwar auch noch nicht sicher, dass das passiert, aber wartet mal, ich bin auch gar nicht fertig eigentlich. Ich wollte über das Vloggen sprechen. Ich schlauer Mensch. Ich bin so ein schlauer Mensch. Ich war noch gar nicht fertig, ne? Nein. Ja, und zwar will ich da filmen und so. Ich war noch nie in London. Wird, denke ich mal, ganz interessant werden. Mal schauen, ne? Also, wenn ich jetzt nicht schon vorher irgendwas mit Facecam mache, würde das, denke ich mal, das erste Mal sein, dass ihr mich seht, ja? Gut, viele meiner Abonnenten, weiß ich, wissen natürlich, wie ich aussehe. Aber ja, nicht alle, ne? Vielleicht interessiert es ein paar andere. Also erwartet jetzt nicht zu viel, ja? Das will ich jetzt nicht sagen. Nicht zu viel erwarten. Aber naja, ich meine, ihr wisst es ja, wie es läuft, ne? Man hatet nicht wegen dem Aussehen, man hatet nicht wegen der Stimme, man hatet nicht. Keine Ahnung. Ich kenne ja einen, den kennt man vielleicht auch, denke nicht. Vielleicht Let's Player ist der. Der hat einen Sprachfehler. Ja, der wird jetzt nicht täglich gehatet, ja. Aber ja, man wird darauf ja schon angesprochen, ne? Was, also von manchen, ne? Die sich wirklich nicht benehmen können. Was ich halt gar nicht verstehen kann. Ich meine, er hat einen Sprachfehler, ja gut. Man gewöhnt sich dran. Und ich meine, ihr müsst mich ja jetzt nicht wegen meinem schlechten Aussehen, wenn ihr es findet. Ich sehe schlecht aus, ich sehe scheiße aus. Ihr müsst mich ja nicht heiraten. Danke, das wollte ich nur sagen. Ja, wie gesagt, da werdet ihr mich dann wahrscheinlich das erste Mal sehen. Und dann geht es wahrscheinlich. Also das wäre so April, ne? Anfang April. Und Anfang Mai geht's dann, ja, mal kaum zu glauben, aber es geht dann wahrscheinlich nach Amerika. Jetzt fragt man sich, hat der Typ nicht letztens noch was gelabert von, er will sich einen Computer kaufen, aber er ist ja nicht reich, er kann's nicht. Wieso will er jetzt nach London, nach Amerika? Keine Ahnung, hat sich so ergeben. Mann, ich krieg keinen guten Start hierhin. Hat sich irgendwie so ergeben. Und, also eigentlich wollen wir da so. Ist es irgendwie geplant am 14. Weiß ich nicht, am 14. Mai. Wieso fahre ich hier schon wieder lang? Oh mein Gott, Alter, ich bin zu behindert gerade. So, es reicht jetzt mit Death Rabbits. Jetzt kommt Monimusume dran. Nice. Also es ist geplant, ja, eher Mitte Mai halt zu fliegen. Aber das will ich nicht, weil es soll halt nach New York gehen. Und ja, also es ist so, von mir aus will ich jetzt nicht unbedingt dahin, ja. Es wäre halt so, ich würde es ja doch machen. Wieso nicht? Ich meine, New York ist bestimmt ganz hübsch und so. Von mir aus, ja. Wer weiß. Vielleicht. Aber ich würde halt lieber. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich da. Das Baby Metal ist halt auch da, ja. Und das ist halt so der Grund, warum ich da auch hinfliegen würde. Also, wenn wir wirklich früher fliegen würden, ich glaube, die sind am 6. oder am 3. oder so. Wenn wir da hinfliegen würden, dann würde ich halt sofort sagen: Ich komme mit.
Jetzt ist es halt noch so zwiegespalten. Ja, aber ich... Also wenn ich wirklich noch... meine Schwester dazu kriege, dass wir früher dahin können, würde ich halt sofort mit. Dann würde ich mir Karten holen und zum Konzert gehen. Weißt du, wisst ihr denn, dann bin ich jetzt schon 4 Konzerte da. London, dann einmal in New York und dann zweimal in Deutschland. Ich denke nicht, dass ich denn noch nach Holland oder Paris oder Schweiz, da spinne ich glaube ich auch noch, da werde ich denke mal nicht hin. Es ist denn doch noch, man will ja doch nicht übertreiben. Wobei, ich habe noch so eine Idee, aber ich denke, das kriege ich nicht durch. Wobei, also, meine Situation ist ja jetzt so, ne, Praktikum, wenn ich wirklich, wenn mir das da gefällt, ja, und ich denn eine Ausbildung anfange, dann würde ich mir so viel Geld zusammensparen, dass ich halt, gut, ich weiß nicht, ne, wie das so, ich würde Ende des Jahres irgendwie, nur um vielleicht auch auf einem Konzert zu denen zu gehen, mir das Geld zusammenpacken und nach Japan fliegen. Denn meistens sind die so Oktober, November, ich glaube, na gut, so September bis Dezember sind sie halt so mehr in Japan und haben da ihre Shows, so, ne? Wobei, diesmal ist es halt auch schon in Deutschland ziemlich früh. Letztes Jahr war es in August und jetzt ist es schon im Juni. Was fahren wir jetzt für eine Scheißstrecke? Jetzt ist es halt schon Juni, ne? Ich weiß nicht, denn es ist da vielleicht, ich schätze so doch Oktober. Und denn, ja, im Oktober wäre halt, man müsste denn schon so für eine Woche mindestens, ja? Und dann müsste man sich halt, man müsste da halt frei haben. Und ich weiß nicht, wie das ist mit dem ersten Ausbildungsjahr und frei haben gleich schon nach 2 Monaten oder so. Gleich eine Woche. ich weiß wirklich nicht, wie das ist. Und ich müsste ja auch noch zur Berufsschule und so. Das ist halt kritisch. Aber mal schauen, ne? Muss man halt gucken. Aber es wäre halt schon richtig Premium, wäre das. Ich habe jetzt noch nicht so einen großen Drang, nach Japan zu fliegen. Es hält sich noch in Grenzen. Aber doch, irgendwann will ich das schon mal hin. Aber ich bin mir noch nicht sicher, wohin. Noch Mann. Will man denn wirklich nach Tokio? Oder will man so Präfektur Hiroshima? Da, wo die ganzen coolen Leute hergekommen. Ach ja. Wer kam denn da? Ich glaube, also auf jeden Fall Suzuka, also die Sängerin, ne, von Babymetal. Die kam daher und Rio Sayashi. Die kommt da glaube ich auch her. Die ist von Morning Musume. Die ist da jetzt ja, ist da ja weggegangen. Jetzt habe ich meinen Pilz eingesetzt. Die hat ja leider aufgehört, weil sie ja tanzen will oder so. Auf der ganzen Welt will sie mehr tanzen oder keine Ahnung, wie die Begründung war. Scheiß Begründung. Kann ich nicht verstehen. Aber ja, es macht sie jetzt nicht schlechter. Vom Aussehen gar nicht, ja? Vom Aussehen abgesehen, ja. Aber ich glaube, sie kam da auch her. Das heißt irgendwie ja Präfektur Hiroshima. Ich hoffe, ich laber jetzt kein Bullshit. Wieso ist... Mir fällt gerade auf. Wieso ist das ausgegangen? Ich hatte noch einen Stream laufen, aber auf einmal ist das Handy ausgegangen. Hat er aufgehört zu streamen? Scheiße. Das wäre nicht so toll.
Ja, so New York wäre dann halt so das nächste Ziel. Wenn wir halt, also das letzte, wo die spielen, wäre am 14. in Kalifornien, soweit ich weiß. Das wäre halt einmal auf der komplett anderen Seite, ja, der USA. Da kann man nicht mal einfach so rüberfahren, ja, wenn man da ist. Glaube ich, das geht nicht so einfach. Also man kann schon machen, aber es dauert halt sehr lange. Bestimmt 10 Stunden oder so. Ich weiß es nicht, sorry. Keine Ahnung, ich habe jetzt nicht so die Kenntnisse. Vor allem in Amerika nicht. Bin jetzt auch nicht so einer, der sich wirklich dafür mega interessiert. Ich weiß ja nicht mal die Hauptstädte von unseren Bundesländern. Also nicht alle. So ein paar weiß man natürlich, aber nicht alle. Nee, keine Ahnung. Aber das ist jetzt auch nicht so das Wichtigste, oder? Das zu kennen. Und wenn man natürlich wohin reisen will, jetzt zum Beispiel ich nach Japan, dann sollte ich mich schon ein bisschen erkundigen, wo das ist und was in der Nähe ist. Das wäre schon von Vorteil. Ach man, ey, wie spät ist es? Oh, scheiße, viel zu spät. Lohnt sich halt gleich gar nicht mehr zu schlafen. Ich glaube, das mache ich auch nicht. Ich hab nachmittags leider geschlafen. Für nicht lange. Ich glaube 3, 4 Stunden. Jetzt ist es halt 20 vor 4. Lohnt sich nicht mehr, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Heute ist, nee, heute ist auch nichts Besonderes, denke ich mal. Und wie lange ging? Ich habe jetzt eben nachgeguckt. Oh mein Gott, viel zu lange. Guckt sich doch keiner an. Guckt sich doch keiner an, dieses Video. Nicht ganz. Vielleicht ja doch. Und ich hätte noch 5 Cups fahren können. Ich hätte einen auf Speedrun machen können. Ich glaube, der Rekord ist bei 1,5 Stunden. Wir sind ja gleich schon bei 1 Stunde. Hätte ja nur eine halbe gefehlt. Also alle Cups in 1,5 Stunden. Ich weiß jetzt nicht, ob plus DLC. Vielleicht auch nicht. Ich habe da abgekürzt. Ach, verdammt. Aber ich habe den Start, glaube ich, verkackt. Aber ich denke, das wird das letzte Rennen jetzt sein. Ich habe nichts mehr wirklich zu bereden. Ich könnte vielleicht zusammenfassen. Doch, ich habe noch ein Thema. Verdammt. Aber das Thema geht schnell. Das könnte ich schnell machen. Wenn nicht, das ist wirklich. Doch, ich denke, ich mache es schnell. Und dann gibt es eine kleine Zusammenfassung und dann war's das. Ich denke, ich schaff's noch in einer Stunde. Oder auch, ich hoffe, ich schaff's noch in einer Stunde. Ach. Verdammt. Und zwar geht es darum, ja, nicht wirklich das, was jetzt in nächster Zeit kommen soll, sondern einfach nur, ich habe das in Pokémon angesprochen mal. Eigentlich wollte ich das da nur kurz ansprechen, wie jetzt. Hab's denn aber doch nicht kurz angesprochen, aber es ist, leck mich. Es ist, so, ich habe mit Björn ein bisschen geschrieben, ja. Und, ja, da sind wir so drauf gekommen, doch mal was zusammen zu machen. Ich weiß nicht, wie das wirklich, ob er sich wirklich traut, ja. Ich habe so die Befürchtung, dass er kneift, aber es wäre halt auch nicht schlimm. Kann ich vollkommen verstehen, wenn er das doch nicht möchte. Ich zwinge ihn auch nicht dazu. Also wenn du das siehst, du wirst nicht gezwungen, das zu machen. Es war nur ein Vorschlag, eine Idee und ja. Wie gesagt, nur Vorschlag, nur Idee. Leck mich doch. Und wir wollten vielleicht Super Mario Bros. 3 together machen. Wir wollten vielleicht irgendwas racen, 1-on-1-mäßig.
Da besteht halt das Problem, wir wissen noch nicht welches Spiel. Da kann man sich aber, denke ich mal, noch was suchen, da findet sich noch was. Und ja, das war's so damit, dazu eigentlich. Also ich hab halt noch so ein paar Sachen vorne. Crash, ich habe mir die ersten zwei gekauft jetzt für PS3. Den dritten habe ich auf Disc. Und die sollen als Trilogie so hintereinander weg wie eigentlich Sly. Ja, Sly 3 kommt demnächst, denke ich mal auch. Ich will, denke ich mal, Pokémon, also ich will jetzt erstmal Pokémon ziemlich fix fertig bekommen, damit ich halt wirklich mit den Sachen weitermachen kann, die ich eigentlich vorhatte. Ne, ich hatte ja irgendwann schon mal erklärt, warum Pokémon kam, im letzten Mario Kart Part, glaube ich. Und deswegen würde ich das gerne, ja, so schnell wie möglich jetzt beenden, nicht weil es mir keinen Spaß bringt oder so, aber einfach nur halt, wie gesagt, weil, ja, weil ich die anderen Sachen machen wollte. Und halt, wie gesagt, das mit Björn. Demnächst sind ja für ihn Ferien. Und ich glaube Ende, ne? Ende April sind Ferien, ne? Ist immer schwer was zu finden. Weil es liegt meistens an ihm, ja. Aber es ist halt auch nicht. Also in der Woche ist natürlich klar, dass es schlechter ist wegen früh aufstehen und Schule und so. Aber Wochenende ist also. Ich mache eigentlich am Wochenende ziemlich selten was, da ich in der Woche ziemlich viel Zeit habe und das da alles machen kann. Aber ja, will halt auch mal was am Wochenende machen. Und in den Ferien kann er sich nicht drücken. Das sage ich euch. Und da. Da kommt irgendwas, ja. Wir nehmen da was auf. Wenn er es wirklich will. Also ich bin jetzt auch nicht so, dass ich da keine Bedenken habe, ja. Ich habe das noch nie wirklich vor anderen gemacht. Was heißt noch nie wirklich? Eigentlich habe ich das noch nie vor. Doch, okay, einmal. Aber da waren wir auch ein bisschen. Da waren wir angetrunken. Das ist was anderes. Das zählt nicht. Ja, vielleicht kann Björn sich da noch erinnern. Er war auch dabei. Er hat zwar nicht mitgemacht. Aber ich wollte dir noch ein Video schicken. Wenn das Video kommt, dann habe ich das wahrscheinlich ihm schon geschickt, das Video. Aber du weißt, wenn du das hörst, schreib was drunter zu dem. Hier mit diesen. Kennt ihr diese Halbkugeln, die innen doch ja hohl sind, aber also es ist Gummi und bestimmt 2-3 cm dick, aber doch so eine Halbkugel, die innen hohl ist. Und das kann man von der einen Seite auf die. Na, also, ja gut, das kann man. Das hört sich falsch an. Das kann man halt ja von der einen Seite auf die andere drehen. Und dann muss man das halt irgendwo aufstellen. Und dann ja, dreht sich das wieder zurück und fliegt halt so hoch. Das hat der eine sich auf den Kopf getan. Das war lustig. Vor allem, als wir angetrunken waren. Wir haben ihn halt gezwungen, das sich auf den Kopf zu tun. Und ja, er musste es halt tun, ne? Er musste, er hatte keine Wahl. Das Video schicke ich dir. Nochmal wollte ich tun, auf jeden Fall. Hab ich letztens wieder mal entdeckt. Es war noch auf meinem iPad drauf. Müsste man wiederholen, aber ich weiß nicht. Das denke ich mal, wird schwer. Keine Ahnung, was der jetzt macht. Ich glaube, der ist Bauer geworden oder so. Also jetzt wirklich. Das war jetzt kein Scherz. Ich meine das auch nicht als Beleidigung. Ja, Landwirtschaftsgärtner oder so heißt es ja. Unnötig, genau wie wie heißen die jetzt?
Reinmache-Frau oder so, ne? Ja, ist ja, wenn die Leute meinen, dass sie das so benennen müssen, können sie es machen. Aber wenn man das nicht sagt, ist das jetzt ja auch gleich keine Beleidigung oder so, ne? Soll ja keine Beleidigung sein. So, und ich denke, ich mache jetzt Schluss. Ist schon über eine Stunde jetzt. Oh, tatsächlich. Ich weiß gar nicht. Das letzte Mal, wo das so lange war, war, glaube ich, 1 Stunde und 10 oder 1 Stunde und 15. Warum mache ich das? Ich weiß nicht. Es ist jetzt 3:45. Ich wollte noch Project Zero aufnehmen. Das kann man bestimmt nochmal 1,5 bis 2 Stunden einplanen. Dann ist es 4:45. Und dann habe ich noch ein bisschen Zeit für irgendwas anderes. Ich hoffe, ich penne nicht ein. Am Tag sollte ich jetzt nicht einpennen. Das wäre grausam, wenn ich einschlafen würde. Vor allen Dingen wegen nächster Woche. Oh mein Gott, das wäre scheiße. So. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wenn ihr wirklich durchgehalten habt. Würde mich natürlich interessieren, ja. Seid wirklich mal so nett und ja, schreibt mal jeder jetzt was rein. Ich habe ein paar Themen angesprochen. Und ihr könnt euch eins aussuchen. Sei es jetzt am Anfang zu dem, was ich da gesagt habe, was jetzt, ne, wegen Pokémon und wegen Project Zero und hier, weiß nicht, wegen den ganzen Sachen, was jetzt, ne, was auf meinem Kanal so ist. Ne, Musik. Ich weiß nicht, ob ihr das euch schon mal, ob ihr sowas Ähnliches schon mal gehört habt oder ob ihr wisst, so was das für Musik ist. Ich weiß nicht, könnt ihr euch natürlich anhören und eure Meinung schreiben oder mir vielleicht was empfehlen, wenn ihr so in der Richtung auch was hört. Ja, das mit Björn, wie euch das so gefällt. Und ja, so zu Vlogs, ne? Und Facecam. Ich glaube, das sind so die Themen, die ich gerade gesprochen habe. Ich glaube ja. Ja, schreibt halt zu irgendwas, was ihr gerne wollt, eure Meinung. Aber bitte seid sachlich, ne? Ich will keine Beleidigung lesen. Auch nicht, wenn einer eine andere Meinung habt als ihr und ihr das kommentiert. Gut, ich habe mal letztens, ne, das will ich noch kurz. Ich habe ja letztens, da wurde einer, ja, ich sag mal, beleidigt, als du stinkst. Aber ich weiß, dass die sich kennen und deswegen habe ich da jetzt, ja, also ich habe das nicht gelöscht oder so, oder weil ich. Ich denke mal, das war so Spaß, weil die sich kennen und deswegen fand ich das nicht so schlimm. Also, ich kenne ja schon ein paar meiner Abonnenten und deswegen. Aber man muss es nicht übertreiben, ja, mit Beleidigung. Also, immer vorsichtig bleiben. Und ja, wir sehen uns dann bei den anderen Projekten wieder, gerne, ne? Oder halt beim nächsten Mal Mario Kart 8. Wird, denke ich mal, die Tage kommen, wo ich nochmal ausgiebig dann über Musik rede. Das könnte dann aber 3 Stunden gehen. Ja. Vielleicht lasse ich dann irgendwas im Hintergrund laufen, Speedrun oder so. Oh, das wäre gut. Oder beim Speedrun rede ich darüber. Perfekt. Na, so halb, ne? Aber coole Idee. Ja, auf jeden Fall bin ich jetzt raus. Bis dann und tschüss.